بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين عليه السلام ist alleine zwischen den Feinden und den Frauen und Kindern. Der kranke Imam Zainul Abidin عليه السلام sieht seinen Vater, doch sie lassen ihn nicht helfen. Al-Hussein hebt seinen kleinen Säugling Abdullah in seinen Händen hoch und ruft: Ihr wollt mich? Dieser Säugling hat euch nichts getan. Was ist seine Schuld? Die Feinde fingen an zu streiten, als Harmala den Streit beendet. Er schießt einen Pfeil in den Hals des Säuglings in Al-Husseins Händen und so hielt er sein totes Baby in den Armen. Imam Al-Hussein alayhi salam nahm einen Moment und dann machte er sich bereit. Er rief: Ist er denn kein Verteidiger des Heiligtums des Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala? Er verabschiedete sich von allen. Sayyida Zainab gab Al-Hussein sein Pferd und er ritt los. Alleine war er vor Tausenden und zwischen geschlachteten Leichen. Die Feinde griffen ihn an und der Kampf wurde härter. Al-Hussein erreichte das Wasser, doch das Pferd wollte nicht trinken. Als Al-Hussein trinken wollte, warf er das Wasser weg und kehrte zurück und beschützte das Lager der Frauen vor den Feinden. Als er im Lager war, schossen sie mit Pfeilen und Griffen an, doch Al-Hussein schlug wie ein wütender Löwe zurück. Doch Pfeile trafen seinen Körper und ein Stein traf seine Stirn. Und es wurden immer mehr Pfeile und immer mehr Blut floss, bis Al-Hussein am Boden lag. Nacheinander kamen Feinde, doch nur der Feind Allahs, Schimmer, kam zum Imam und ersetzte sich und nahm sein Schwert und Schimmer trennte den Kopf vom Körper. Sie plünderten seinen Körper und das, was an seiner Leiche war. Danach kamen die Pferde und sie zertrampelten den Körper von Imam al-Hussein alayhi salam. Und im brennenden Karbala ließen sie ihn liegen. Und Zainab sah ihren geliebten Bruder.